Wird der Fall Rintaler je gelöst? Wird die vierte Verhandlung in diesem Fall endlich das Urteil einer Jury bringen? Das sind Cara und Anna-Marie Rintaler. Das sind Eheleute, das ist ein Ehepaar. Zu ihrem Haus wurde die Polizei gerufen und Helfer. Und als diese Ersthelfer im Haus von Cara und Anna-Marie im Westen von Massachusetts endlich eintrafen und die Treppe zum Keller hinuntergingen, bot sich ihnen eine bizarre, groteske Szene dar, wie sie später berichteten. Eine weinende Frau, Cara, das ist, wir erinnern uns, die Dame hier links im Bild, die saß auf dem Betonboden da und hielt die Leiche einer weiteren Frau, hier rechts im Bild, nämlich die ihrer Frau, Anna-Marie, in den Armen. Beide Frauen und der Boden des Kellers waren mit Farbe und Blut beschmiert. In dieser kleinen, live aufgenommenen True Crime Doku, die wir heute machen, betrachten wir den mysteriösen Mordfall von Anna-Marie Rintaler und die Verhandlung gegen ihre Ehefrau Cara. Diese Verhandlung könnte heute schon vorbei sein, denn die Jury wurde bereits rausgeschickt mit der Aufgabe, sich ein Urteil zu bilden, ein Urteil zu treffen. In diesem Fall hat jetzt also Cara Anna-Marie ermordet. Ich habe ja eben erwähnt, das ist das vierte Mal, dass dieser Fall verhandelt wird, und wir schauen uns jetzt also gemeinsam an, was vielleicht passiert sein mag. Man hat diese beiden also in dem Keller vorgefunden, nachdem eben die Ersthelfer der Polizei und der Feuerwehr eingetroffen waren. Das ist ein Bild von Cara vor Gericht übrigens, ich glaube im dritten der Fälle. Und 19 Monate, nachdem man sie so vorgefunden hatte, am 29. März 2010 wurde Cara Rintaler verhaftet und eben des Mordes an ihrer Frau Anna-Marie Cochrane Rintaler angeklagt. Aber was ist passiert? Wie konnte es dazu kommen, dass dieses Ehepaar so geendet hat, bis dass der Tod euch scheidet, nicht wahr? Und wie konnte es also dazu kommen? Die Behörden gehen davon aus, dass Cara Rintaler, die mit zunehmendem finanziellen Druck, ehelichen Streitigkeiten und einem möglichen sich anbahnenden Sorgerechtsstreit zu kämpfen hatte, dass sie also ihre Frau tötete und Stunden später erst ihre Leiche und den Tatort mit Farbe übergoss, um die Ermittler in die Irre zu führen. Das ist eine gute Stelle, um ein kleines Schlaglicht zu werfen darauf, wie diese Ehe denn so ausgesehen hat. Wir bedienen uns dazu einer Aufzeichnung, die vor Gericht entstanden ist, und hören einmal rein in das, was wir gleich hören werden, ist ein gerichtlicher Vorgang. Dieser gerichtliche Vorgang, da geht es darum, dass das Ehepaar gegeneinander eine einstweilige Verfügung erwirken will. Das bedeutet, dass sie sich einander nicht näher kommen dürfen. Hier hören wir also mal rein, wie sich die Ehe so entwickelt hat, bevor es dann zu dieser Katastrophe, Tragödie, wie auch immer man das nennen will, zu diesem Mord vielleicht auch einfach kam. Dazu wäre es natürlich gut, wenn ich hier euch... das ist ein Bild, das ich hier später zeigen wollte. Das ist ein Bild vom Tatort. So sah die Szene aus. Nun müsst ihr euch vorstellen, dass der Kopf der Frau zu sehen war und dass quasi ihre Ehefrau den Kopf quasi im Schoß bei sich liegen hatte. Wir bedienen uns hier einer Aufnahme von Law & Crime. Uns gehören wie immer die Bildrechte daran nicht, aber wir benutzen das als quasi Zitat, darum geht das klar. Hier im Hintergrund ist eine kleine, hoffentlich klar, und darum hier im Hintergrund sehen wir ein kleines Transkript dessen, was wir gleich hören werden. Für die Aufzeichnung. Wer ist Cara Rintaler? Ich bin's, und Sie sind Anna-Marie Rintaler? Ja, genau. Und das Gericht sagt weiter, und ich verstehe also richtig, dass Sie beiden verheiratet sind? Ja, Sir. Und es ist ein Kind involviert, ist das richtig? Eine gewisse Brianna? Ja, sagt Cara. Anna-Marie sagt, wir haben sie adoptiert, als sie 6 Tage alt war. Und Sie beiden wollen einen Restraining Order, ist das richtig? Ja, Sir. Ja, das tue ich. Okay, das tun Sie also beide. Und was ist denn der Status mit Ihrer Ehe an diesem Zeitpunkt? Wollen Sie sich scheiden lassen?
Annemarie sagt, ja, Kara und ich hatten einen Streit am 12., am frühen Morgen des 12. Das Gericht sagt, hören Sie meine Frage an. Dieser Vorfall hat am 12. stattgefunden, ja. Warum sehen wir uns 2 Wochen später jetzt vor Gericht? Annemarie sagt, weil Kara heute Morgen Divorce Papers, Scheidungspapiere bekommen hat vom Sheriff und sie ist durchgedreht. Brianna und ich haben das Zuhause verlassen, als wir zurückgekehrt sind. Ungefähr um 1 hat sie angefangen zu schreien und gesagt, du nimmst mein Haus nicht weg und Brianna nicht weg. Das Gericht sagt, okay, aber sie haben die Frage jetzt beantwortet. Sehr gut. Kara Rintala, was ist die Basis, dass Sie einen Restraining Order wirken wollen, eine einstweilige Verfügung? Machen Sie ruhig. Kara sagt, heute habe ich alles, was ich nehmen kann, habe ich erwirken kann. Und ich habe Angst, im Haus zu sein, aufgrund dessen, was Anne vielleicht sagen würde, weil ich die ganze Zeit verbal bedroht werde und körperlich und was meinen persönlichen Raum angeht, die ganze Zeit. Und ich habe die Polizei 2-mal gerufen und ich habe gefragt, was ich tun soll. Und heute, ja, sie hat recht. Ich meine, ich habe vor 2 Wochen die Scheidung eingereicht und es ein bisschen nachgehalten. Was haben Sie vor 2 Wochen eingereicht? Die Scheidung vor 2 Wochen. Sie haben Papiere aufgesetzt? Ja, das habe ich. Und dann habe ich sie nicht ausliefern lassen, weil mein Anwalt gesagt hatte, dass ich noch kurz nachhalten soll, weil Anne es sich nicht leisten kann. Und wir gucken mal, ob wir vielleicht eine Mediation zusammen durchgehen können. Und sie ist durchgedreht. Und dann vor einer Woche habe ich Anne gesagt, dass sie Geld sparen sollte, wenn wir es gemeinsam machen können. Oder entweder wir machen das gemeinsam oder sie sucht viel Geld. Und als ich das... nochmal kurz zurückspulen. Und dann habe ich ihr das gesagt und dann ist sie zu einem Anwalt und hat mir Papiere vorgelegt. Das heißt, er hat mich Freitag angerufen und wir wollten eigentlich zum Zoo. Und ich habe ihm am Freitag gesagt, weißt du, ich treffe sie oder ich werde zu Hause sein die ganze Zeit. Und heute habe ich die Papiere bekommen. Und was heute los war, ist, ich hatte Brianna mitgenommen, unsere Tochter, zu meiner Familie in Rhode Island am Sonntag. Und als wir zurückkamen, hat Anne gesagt, weil ich sie alleine hatte, dass Anne sie jetzt heute wollte oder morgen. Und ich habe gesagt, ja bitte, nimm sie. Und wissen Sie, ich habe sie nicht gefragt, wo sie hin will und wann sie zurückkommt, weil sie auch ihre Mutter ist. Aber wenn sie bei mir war, musste ich ihr immer sagen, wann ich zurückkomme. Und heute habe ich mit meinem Anwalt gesprochen über das Ganze und wir haben gesagt, dass wir ein geteiltes Sorgerecht wollen, weil wir Brianna beide gleich lieben. Ich bin eine großartige Mutter und sie ist eine großartige Mutter. Und als sie das Sorgerecht erwirken wollte, habe ich ihr gesagt, bitte, du kannst einen Tag haben. Darum haben wir am Telefon gesprochen. Und ich habe aufgelegt, weil ich aufgebracht war und ich mit ihrer Mom gesprochen habe. Und ich habe gesagt, ich war aufgebracht, weil wir das ja gemeinsam machen wollten. Und ich bin in mein Auto. Und sie ist hinter mir gefahren. Sie ist in eine Richtung gefahren, ich bin in die andere Richtung gefahren. Und als sie nach Hause gekommen ist später und Brianna geholt hat, ist Brianna zu mir gerannt, weil ich sie nicht gesehen hatte. Und Anne war aufgebracht, war sehr wütend auf mich, weil sie da nur ein bisschen war und ich sie gehalten hatte. Und sie war die ganze Zeit laut und sie bedroht mich, weil wir bis Oktober, wir hatten einen Vorfall im Oktober, und wir beiden hatten, wissen Sie, ist eine lange Geschichte. Aber bis Oktober war es nur verbal. Und sie hat bedroht mich die ganze Zeit. Und dass sie mir die Arbeit wegnimmt. Mein Lebensunterhalt, mein Zuhause, meine Tochter. Und sie bedroht mich die ganze Zeit. Und hier halten wir kurz inne, ne? Das ist Kara, die ganze Zeit da spricht. Dieser gerichtliche Vorgang, der, ja, was war das, 2009 oder sowas 2008 stattgefunden hat. Also höchstens ein Jahr, bevor die Tat passiert ist, die mutmaßliche Tat. Man weiß nicht, ob es ein Mord ist. Die Jury hat, wie gesagt, 3-mal sich nicht entscheiden können. Und wir hören hier Kara sehr, sehr aufgebracht. Kara beschreibt uns, dass ihre Partnerin sie bedroht hat, erstmal verbal, und zwar mit heftigen Drohungen, Kind wegnehmen, Haus wegnehmen, Job wegnehmen. Viel mehr kann man einer Person eigentlich kaum wegnehmen. Und schließlich damit, das fährt sie fort, dass es dann auch noch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Das ist so ein bisschen der Überblick über das,
wie es in ihrer Ehe aussah. Und wir haben gehört, es geht ja auch um Sorgerecht, weil die beiden eben ein kleines Töchterchen haben, das sie als, sie haben also ein Säugling adoptiert, als das Kleinkind, der Säugling, eher erst 6 Tage alt war. Wir gehen nochmal ein bisschen zurück und hören, bevor wir weitergehen, darin, was, wie es vielleicht dazu kommen konnte, oder versuchen, so ein bisschen Überblick zu gewinnen, was passiert ist, ja. Es ist also kein Geheimnis, dass die Ehe, dass die Beziehung des Paares angespannt war. Und hier haben wir auch noch gehört, dass sie von Gewalt geprägt ist. Wie gesagt, interessanterweise ist es Kara, die gerade in dieser Anhörung, die wir eben gehört haben, mit den gegenseitigen Restraining Orders sehr aufgebracht wirkt und sich bedroht fühlt. Die spätere, mutmaßliche Täterin, spannenderweise. Ganz kurz zu den beiden, zu Kara und Annemarie. Das waren beides Rettungssanitäterinnen, die lernten sich 2002 kennen, die heirateten 2005, adoptierten 2007 ihre Tochter als Neugeborenes. Annemarie, die 37 war zum Tatzeitpunkt, war aufgeschlossen und temperamentvoll. Kara, 7 Jahre älter, die wir gerade so mit weinender Stimme gehört haben, war die Ältere und eher zurückhaltend vom Temperament her. Annemarie arbeitete 10 Meilen entfernt vom Haus in Granby, wo sie gewohnt haben. Kara war bei der Feuerwehr in Ludlow, die etwas näher liegt als diese 10 Meilen, die Annemaries Arbeitsstätte entfernt war. Das bedeutet, die wohnen alle relativ in der Nähe ihrer Arbeit, vor allem für amerikanische Verhältnisse. Was ist also am Tag der Tat passiert? Bevor wir uns in die Closing Arguments stürzen und ich sage euch, warum wir uns das Ende der Verhandlung ansehen und nicht etwa den Anfang. Also, man sagt, Annemarie hatte am 28. März, also einen Tag vor der Tat, eine Nachtschicht hinter sich und sollte an dem Tag, an dem sie ums Leben kam, ab 20 Uhr arbeiten. Aber zur Arbeit ist sie nie gekommen. Annemarie arbeitete also am 28. Und laut Ermittlerin besuchte ein männlicher Freund Kara in ihrem Haus, in diesem hier, was Annemarie offenbar verärgerte. Sie schickte also eine Reihe wütender SMS an ihre Frau, sagen die Behörden, und das Paar stritt sich in der Nacht am nächsten Morgen. Und kurz nachdem Kara am 29. März 2010, also einen Tag später, um 19 Uhr nach Hause kam, sie war aus mit dem Töchterchen, inzwischen ein Kleinkind, hatte Besorgungen erledigt. Sie kommt nach Hause und bemerkt, die Kellertür ist offen, sagt sie. Und sie guckt runter und sie sieht das Bild, das ich euch hier nicht zufällig, aber ein bisschen vor der Zeit gezeigt habe. Sie sieht ungefähr das hier. Sie sieht die ausgestreckten Füße ihrer Frau. Und was sie natürlich zu Recht alarmiert, und das ist noch ein weiteres Bild der Crime Scene, wir sehen, es ist alles verschmiert. Man sieht ein bisschen die roten Spuren, das ist Blut, man sieht die weiße Farbe. Und sie sagt aber, die Farbe wäre bereits da gewesen, natürlich, ne? Bevor sie nach unten geht, ist ihre Aussage, um nach ihr zu sehen, holt also sie das Töchterchen, den Hund und rennt zu einem nahegelegenen Haus und bittet einen Nachbarn, sie zu nehmen und den Notruf zu wählen und eilt nach Hause. Und wir hören jetzt einen kleinen Ausschnitt von der Person, die einen Notruf tatsächlich bekommen hat. Und wir hören mal, was diese Person zu sagen hat über diesen Notruf. Nachdem ich hoffentlich das Bild so gemacht habe, dass man auch was sieht von der Person. Nämlich hier. Was machen Sie, wenn ein 911-Anruf ankommt? Ich rufe die zurück, um rauszufinden, was passiert ist. Okay. Und antworten manchmal Leute auf solche Anrufe? Ja. Und manchmal nicht? Manchmal nicht. Egal, ob Sie in der Lage sind, eine Kommunikation aufzubauen. Schicken Sie Polizisten los? Ja. Warum tun Sie das? Weil jeder 911-Anruf eine Polizeiantwort bekommen soll. Das heißt, selbst wenn Sie nicht in der Lage sind, zu kommunizieren? Ja, genau. Ich würde
Ich würde Ihre Aufmerksamkeit auf den 12. Mai 2009 lenken. Sie haben als Dispatcher gearbeitet an dem Tag? Ja. 2009. Und Sie erinnern sich, dass Sie unter der Woche gearbeitet haben? Ja. Spezifisch um 12.09 Uhr erinnern Sie sich, dass Sie einen Anruf bekommen haben, wo aufgelegt worden ist? Ja. Und woran haben Sie sich spezifisch erinnert? Also wir sind hier, entgegen dem, was ich gesagt habe, I misspoke, ich habe mich versprochen, das hier ist, wie gesagt, nicht der Anruf bei der Tat, weil in der Tat hat bei der Tat ein Nachbar angerufen und sie ist quasi wieder zurückgelaufen ins Haus. Sondern hier haben wir diesen Vorfall, der 2009 passiert hat, der schließlich gemündet hat in diesem Streit vor Gericht und vielleicht ein Vorläufer war zu dem, was also 2010 passiert ist. Wir hören nochmal genau rein, was das für Umstände waren. Es gab niemanden da. Das heißt, der Anruf ist reingekommen? Der ist reingekommen, aber da war niemand. Haben Sie Informationen bekommen, was diesen Anruf angeht? Ich habe die Adresse bekommen und die Telefonnummer. Erinnern Sie sich, welche Adresse Sie bekommen haben? 18 Barton Street. In Granby? In Granby. Und nachdem Sie den Anruf bekommen haben, was haben Sie gemacht? Ich habe die Officers losgeschickt. Haben Sie noch etwas gemacht, was Ihre Arbeit angeht? Ich habe versucht, zurückzurufen. Und was waren die Resultate? Ich habe Schreie gehört. Und dann wurde der Anruf getrennt. Das heißt, als zurückgerufen worden ist, war die Leitung frei? Ja. Und Sie konnten Schreien hören am anderen Ende? Ja. Konnten Sie irgendwas von den Schreien identifizieren, männlich oder weiblich? Nein. Wie viele Stimmen es waren? Nein. Irgendwelche Worte? Nein. Wie lange würden Sie sagen, war die Leitung offen, bevor aufgelegt worden ist? Einige Sekunden. Und wie das Gespräch geendet hat, war das von Ihnen oder von denen? Es war von denen, es war an deren Ende, dass das Gespräch beendet worden ist. Was haben Sie als nächstes gemacht? Ich habe nochmal angerufen. Und war das zweite Mal die Leitung offen? Ja. Und hat jemand nochmal mit Ihnen gesprochen? Ja. Können Sie beschreiben, was Sie gehört haben? Ein Spruch gab es. Und dann gibt es eine kleine Sidebar. Also wir haben den Eindruck bekommen, das ist die Frau, die das gehört hat. Wir spulen mal ein bisschen vor, bis die Sidebar vorbei ist. Die Sidebar, für alle, die es nicht wissen, also 18 Barton Street, da sind wir wieder, ist, wenn quasi der Richter mit den Anwälten spricht. Und jetzt... geht es weiter. Sie darf also nicht sagen, was sie gehört hat, weil das Gespräch, das sie geführt hat, sie kann nicht hundertprozentig sagen, mit wem sie dieses Gespräch geführt hat. Und darum darf sie es vor Gericht nicht sagen. Aber natürlich ist trotzdem zum Beispiel in der Presse rausgekommen, was der Inhalt des Gesprächs war. Und der Inhalt des Gesprächs war, dass, wenn ich mich recht entsinne, Anna-Marie gesagt hat, nee, da ist nichts passiert, alles Quatsch, das war unsere Tochter. Und unsere Tochter hat aus Versehen, die ist noch klein, die hat rumgespielt mit dem Telefon, hat aus Versehen den Notruf gewählt. Das war also, was gesagt worden ist. Jetzt gehen wir mal zurück wieder an den Ort des Verbrechens. Wir finden diese schaurige Szene vor. Anna-Marie wurde mit Wunden am Kopf gefunden an diesem 29. März 2010. Sie hatte 23 Flecken an Armen und Beinen und am Rücken und sie hatte Verletzungen am Kopf durch stumpfe Gewalteinwirkung. Und jetzt sagt also die Person, die die Autopsie durchgeführt hat, Joanne Richmond, das kann entweder daher kommen, dass jemand sie mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen hat oder einer Waffe. Oder sie ist die Holztreppe in den Keller, wir erinnern uns, sie wurde im Keller gefunden, sie ist diese Treppe also runtergefallen oder wurde diese Treppe runtergeschubst. Und diese Joanne Richmond übrigens hat in allen drei vorhergehenden Verhandlungen auch ausgesagt. Also die hat nach dieser einen Autopsie, die sie mal gemacht hat, die hat in drei Gerichtsprozessen ausgesagt. Die Todesursache jedoch
war nicht die stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf. Das war nicht, woran Annemarie gestorben ist. Jeder Verdacht, dass Annemarie an einem tragischen Sturz oder an einem Unfall gestorben ist, wurde bei der Autopsie durch diese Gerichtsmedizinerin Joan Richmond verworfen. Die Todesursache von Annemarie war Strangulation. Es gab Prellungen an Annemaries Hals, Abschürfungen an ihrem Kinn, gerissene Kapillaren in den Augen, was auf erhöhten Druck hindeutet. Das alles weist darauf hin, dass sie mit Händen erwürgt worden ist, was zu ihrem Tod führte. Das Kopftrauma hat bestimmt nicht geholfen, hat mitgewirkt als Todesursache, aber die auslösende Ursache ihres Todes war Strangulation mit den Händen. Eine Sache, jetzt könnte man sagen, okay, wo ist hier das Problem? Wie kann es sein, dass bei so einer Faktenlage, dass dieser Fall dermaßen, ich mach das mal weg, wie kann es also sein, dass dieser Fall dermaßen ungelöst ist? Wie kann es sein, dass dreimal eine Jury hang war? Woher kommt das? Haben die blöd verhandelt? Soweit ich das gesehen habe, liegt es nicht daran, dass irgendwie schlecht verhandelt worden ist. Das Problem ist zum Beispiel, es konnte nicht zuverlässig bestimmt werden, wann der Todeszeitpunkt war. Warum das wichtig ist, wird klar, wenn wir eine kleine Timeline durchgehen. Das bedeutet, wenn man genau wüsste, wann diese Person gestorben ist, dann hätte man nicht so richtig, dann hätte man kein Problem, weil dann könnte man sagen, ja, okay, die ist nach Hause gekommen und dann ist das und das passiert und bitteschön, Case closed, nächstes Ding. Aber es gibt eine ganze Timeline, wann wer wohin gekommen ist. Um 8 Uhr früh ist Annemarie arbeiten gegangen. Um 9.30 Uhr hat sie ihren Vater angerufen. Um 10 Uhr, alles noch vormittags, hat Kara ist sie kurz nach Hause gekommen. Annemarie hat telefoniert. Und dann hat also um 3 Uhr Kara das Haus verlassen zu diesen Nachmittagsbesorgungen, die sie erledigen wollte, die wir hatten. Um 5 Uhr wurde Kara sogar gefilmt bei der Holyoke Mall, wo sie T-Shirts und Socken gekauft hat. Dann sieht man um 5.47 Uhr, wie Kara auf einem McDonald's-Parkplatz rumfährt, bevor sie was in einem Mülleimer wegwirft. Man hat geguckt, was sie weggeworfen hat. Das könnten irgendwelche Tücher gewesen sein. Vielleicht war da Blut dran, aber man war sich nicht ganz sicher, ob es überhaupt menschliches Blut ist. Das heißt, da konnte man keine Beweise holen. 5.57 Uhr, also 17.57 Uhr, kurz vor 6, hat Kara nochmal im Supermarkt eingekauft, wo sie allerdings einen Wäschekorb dabei hatte und eine rote Tasche in ihrem Truck hinten. Kara war danach noch um 20 nach 6 in einem Burger King, hat Abendessen für sich und die Tochter gekauft. Da gab es immer noch diesen Sack, diesen Wäschesack in ihrem Truck, aber als sie nach Hause zurückgekehrt ist, wurden diese Sachen, die in ihrem Truck abgefilmt worden sind, nie gefunden. Und schließlich um 10 nach 7, Kara kommt an im Nachbarhaus und bittet den Nachbarn, die Tochter und den Hund zu nehmen und die Paramedics, den Rettungsdienst, zu rufen. Und jetzt, Freunde, werden wir uns anhören, die... Ich mache das kurz mal alles dunkel. Werden wir uns kurz anhören, was denn die Verteidigung tatsächlich zu sagen hat. Warum wir mit der Verteidigung anfangen, hat zweierlei Grund. Der erste Grund ist, seltsamerweise fängt auch das Gericht damit an, dass die Verteidigung ihren Fall zuerst vorbringen darf. Warum das merkwürdig ist, weil normalerweise bei solchen Verhandlungen der Staat zuerst darf. Wir hören jetzt also mit all den wenigen Beweisen, aber doch interessanten Beweisen, die wir kennen, welche Geschichte aus diesem ganzen Ding und aus allem, was vor Gericht gesagt worden ist, die Verteidigung bastelt, und hören da ein bisschen rein, um einen weiteren Überblick darüber zu gewinnen, was passiert ist. Ganz kurz nur,
Es gab offenbar einen männlichen Besucher, aber da gibt es keine genaue Timeline. Wir hören mal, was die Verteidigung sagt. Damen und Herren, wie ich Ihnen gesagt habe in den Opening Statements, dieser ganze Fall basiert auf einer Lüge. Es hat angefangen mit dem 911-Anruf. Als der Operator gesagt hat, das ist ein Problem mit häuslicher Gewalt. Es gibt keine Beweise, dass es um häusliche Gewalt geht. Die haben ja nicht mal den Anruf vorgespielt. Und es ist ihre Last, ihre Beweislast. Sie haben von 2009 den abgespielt. Aber diese nicht, in diesem Fall. Man kann das in Anbetracht eines begründeten Zweifels durchaus mal ins Auge fassen. Wir wissen von einem Detective, dass nichts von einem Domestic Incident erwähnt worden ist. Aber in Anbetracht dieses Falls sollten Sie darüber nachdenken, warum Roy Dupree nichts gesagt hat. Weil das reasonable doubt ist. Roy Dupree, ein Zeuge. Wenn man jetzt darüber hinausgeht, dass alle Ersthelfer dachten, es sich um einen häuslichen Vorfall mit häuslicher Gewalt handelt, was ja eine Lüge ist, was ist denn dann passiert in diesem Fall? Dann hat man die Lüge, die fortgesetzt wird durch einen weiteren Polizisten. Wo ist er denn? Warum sagt er denn nicht aus? Das Commonwealth von Massachusetts muss das beweisen. Er ist der Hauptdetektiv und der kommt nicht in den Zeugenstand. Wenn man darüber nachdenkt, ob über einen begründeten Zweifel hinaus begründet werden kann, bewiesen werden kann, denken Sie darüber nach. Weil wenn Sie sich fragen, was der Trooper gesagt hätte, das ist begründeter Zweifel. Was wissen wir? Und ihm? Dass er einen Telefonanruf macht, als er zum Haus kommt und sagt, gegenüber Dr. Richmond, Joanne Richmond ist, wie gesagt, die Person, die die Autopsie gemacht hat. Ich habe jemanden, der sehr, sehr steif ist und kalt wie Eis ist. Dazu muss man sagen, als die Leiche in Verbund mit Kara, also das heißt, als Kara und die Leiche vorgefunden worden sind im Keller, mit Farbe beschmiert, war es so, dass bereits Rigor Mortis eingesetzt hat, das heißt die Totenstarre. Das bedeutet, einen gewissen Zeitraum nach dem Versterben einer Person wird diese Person erstmal sehr, sehr steif und dann noch eine gewisse Zeit später, ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf, wie viel, mein Gerichtsmedizin-Examen ist schon zu lange her, ich habe nie ein Examen in Gerichtsmedizin gemacht, dann wird die Person wieder weich. Sozusagen. Hätte das in 3-4 Stunden passieren können? Da ist sie ja gestorben, angeblich. Was wissen wir denn über den Todeszeitpunkt? Dass es nicht exakt ist. Dass man über einen begründeten Zweifel hinaus, was Todeszeitpunkt angeht, nichts beweisen kann. Und alle reden über Rigor Mortis, wie auch immer man das ausspricht. Man kann nicht entscheiden. Was den Todeszeitpunkt angeht, was Rigor Mortis alleine angeht. Wo man sagen kann, ja, man kann das halt innerhalb von ein paar Stunden, kann man das schon sagen. Zum Beispiel, wenn man weiß, welche Temperatur das hatte. Das ist ja auch noch eine Temperaturgeschichte, weil soweit ich sage das mal ganz laienhaft, das hat mit chemischen Stoffen, die sich im Körper verändern, zu tun. Und chemische Stoffe reagieren anders, je nachdem, welche Temperatur ist. Eine höhere Temperatur würde eine schnellere Reaktion begünstigen. Das bedeutet, bestimmte Prozesse würden schneller ablaufen. Wobei es auch Paradoxe, das bedeutet, man würde das Gegenteil erwarten, als das, was eintritt, passieren kann. Aber so viel dazu. Sie haben also Trooper McGarrion, der die Bühne aufbaut und diese Lüge fortsetzt und fragt, ist das möglich? Und warum macht er das? Wissen wir ja, warum er das macht. Die glauben, dass Kara eine Verdächtige ist, weil sie denken, dass es um häusliche Gewalt geht. Als er also diesen Anruf an Dr. Richmond macht und sagt, hey, ist das möglich? Erinnern Sie sich, wie Dr. Lippmann gestern ausgesagt hat? Zwei zusätzliche Fakten.
die Herr McGarrion wusste, aber Dr. Richmond nicht gesagt hat, nämlich Beweise eines Kampfes und Beweise, dass das Opfer in diesem Fall, Anne-Marie, eine was hatte? Dass sie adipöses Gewebe hatte. Wir finden raus, dass sie einen Body Mass Index von 33 hat. Diese zwei Faktoren, Dr. Littman nach, hätten den Todeszeitpunkt nach links versetzt, nach früher. Wie früh? Dr. Littman hat es gesagt, kann sie nicht sagen. Also das ist das, was ich meinte mit dem Todeszeitpunkt. Das bedeutet also, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Anne-Marie zwischen 6 und 8 Uhr abends verstorben ist. Hingegen, hier haben wir also Beweise und Aussagen, die sagen, ja, das ist aber nicht sicher, vielleicht ja früher. Man kann 3 bis 4 Stunden, bevor sie gefunden wurde, nicht ausschließen. Und man kann nicht ausschließen 2 bis 3 Stunden, bevor sie aufgefunden worden ist. Und Dr. Richmond hat gesagt, dass Beweise, was einen Kampf angeht, sich erhöhen. Dass je nachdem sozusagen, dass es mehr nach einem Kampf aussieht, je weiter Rigor Mortis fortgeschritten ist, je weiter die Todesstarre fortgeschritten ist. Ein Doktor hat gesagt, dass andersrum, dass Rigor Mortis schneller wird, je mehr sozusagen, je mehr Kampf es gab vor dem Tod. Hat sie jetzt gerade gesagt. Beide haben übereingestimmt, dass ein Body Mass Index von 33 Rigor Mortis noch mehr beschleunigt, die Totenstarre noch mehr beschleunigt. Aber wissen Sie, was sie nicht gemacht haben? Sie haben ihre anfängliche Bestimmung des Zeitfensters nicht geändert, basierend auf den Fakten dieses Falls. Und sie wollen sie glauben machen. Und sie kriegen das letzte Wort. Die dürfen antworten auf das, was ich sage. Ich darf nicht darauf antworten. Ich werde antizipieren, was sie sagen werden. Und versuchen, diese Argumente hier zu beenden. Ich weiß, was sie sagen werden. Unsere Experten, Dr. Richmond, Andrews, waren verlässlich, weil sie keine Informationen hatten, haben nur getan, was sie tun sollen. Aber hier ist das Problem. Dr. Littman hat ihnen gesagt, dass man immer den Fakt mit einbezieht, dass jemand eine Person lebendig zu dem und dem Zeitpunkt gesehen hat. Und in diesem Fall hat keiner von denen jemals mit einbezogen, dass Kara Anne-Marie um 3 Uhr gesehen hat, bevor sie das Haus verlassen hat. Die Einzige, die das mit einbezogen hat, ist Dr. Littman. Und Dr. Littman hat ihnen gesagt, es sei, außer wenn es Beweise gibt, die das Gegenteil beweisen, dass man das durchaus mit einbeziehen muss. Worum es hier also geht, ist, zusammengefasst, wenn also Kara aus ist, wenn Kara gerade mit ihrem Auto über den McDonald's-Parkplatz braust und später beim Burger King zu sehen ist, wie kann es also sein, dass sie zu Hause jemanden umbringt? Das heißt, es kann nicht sein. Das heißt, der Mord müsste also stattgefunden haben davor. Und es war, vorhin wurde gesagt 8 Uhr, 9 Uhr, aber das war wahrscheinlich morgens oder sowas. Das bedeutet also, wenn der Todeszeitpunkt nicht klar ist, wenn es möglich ist, dass der Todeszeitpunkt in dem Zeitrahmen ist, wo Kara gar nicht zu Hause ist, dann kann Kara den Mord nicht begangen haben. Zumindest nicht so begangen haben, wie er schließlich verübt worden ist. Das einzige Szenario, und das ist kein plausibles Szenario, in dem sie trotzdem den Mord hätte begehen können, ist, wenn sie quasi ein Gerät geschaffen hätte, dass ihrer Ehepartnerin dieselben Verletzungen zufügt, sie dann die Treppe runterwirft und vielleicht noch mit Farbe irgendwann später übergießt, während sie weg ist. Das ist nicht passiert. Das bedeutet, wenn es also nicht ganz klar ist, wann der Todeszeitpunkt ist, wird es sehr, sehr schwer für die Jury, ihr diesen Mord anzuhängen. Und das ist, glaube ich, die Krux des Falles. Das ist die Krux, warum dieser Fall so mysteriös ist. Auf den ersten Blick scheint es alles recht klar zu sein. Die haben Streit, Kara macht sich Sorgen, Anne-Marie scheint Kara zu bedrohen, aber die sind beide bestimmt nicht unschuldig, vielleicht. Wer weiß, was das für eine Beziehung ist. Und
Eine von den beiden stirbt und wird aber gefunden in den Armen der anderen Person. Und die haben bereits Restraining Order gegeneinander erwirkt. Natürlich, und das sagt hier auch die Verteidigung, werden erstmal alle davon ausgehen, oh, die hatten eh schon Gewalt, wer weiß, vielleicht ist es hier ein Mord, oh, das ist verdächtig, ja, diese ganze Farbe, das ganze Blut, was ist hier passiert? So. Aber was man nicht aus dem Fenster werfen kann mit dieser Todeszeitpunktgeschichte, ist die Sache mit der Strangulation. Das ist die Geschichte. Egal, was passiert ist, es war kein Unfall. Das kann man sagen. And was there evidence to the contrary here? No. Und gab es hier Beweise zum Gegenteil? Nein, gab es nicht. Die Evidence Beweise, die gegenteiligen to Beweise ist, wenn sie the sagt, contrary is when she says she saw Amber dass sie Tyler alive at 3 Anna-Marie o'clock and gesehen hat um 3 Uhr. her home says she's alive. Evidence to the contrary, you would believe that. You discount it. No evidence here of that. Und es gibt She keine says she saw Beweise, Amber dass sie and nicht Tyler gesehen alive at hat. 3 o'clock, but you have her on video entering a movie theater at 3 o'clock. Wenn sie zum Beispiel sagen würde, ich habe sie um 3 Uhr lebend gesehen und ihr Telefon ist in Alaska, dann glaubt man nicht. Wenn sie sagt, ich habe sie um 3 Uhr lebend gesehen und sie geht aber ins Kino, dann hätte man berechtigte Zweifel daran, dass sie sie gesehen hat. Aber hier gibt es keine Evidence to the Zweifel. contrary, you wouldn't consider Es that. gibt keine Not evidence Beweise. here. Keine Beweise hier. They Keine decided to gegenteiligen Beweise. exclude what Sie Kara haben told them, beschlossen, because again, auszuschließen, was Kara ihnen back gesagt to the hat. domestic, going Zurück back to the zu bias, dem going häuslichen back to the Vorfall, fact den that they Bias, believe den sie from the haben, very den beginning, Fakt, dass sie von Anfang an when they geglaubt got haben, that call, als sie that den Anruf Kara bekommen Rotal was haben, the only suspect. dass Kara die How do we einzige know that? Verdächtige ist. Und woher wissen wir When we das? heard from the crime scene people, Als wir von den collecting evidence the Tatortexperten next gehört day, haben, die die they Beweise am told nächsten me Tag they gesammelt haben, filled haben sie out these ihnen gesagt, reports, sie these haben diese forms, Berichte and who ausgefüllt, did they diese assess as Protokolle suspect? ausgefüllt. Und wen haben sie als Nobody Verdächtigen else, gelistet? nobody Kara. else, just Kara Rotal. Niemanden sonst, nur Kara. So we know day one, Wir wissen also vom they ersten Tag believe an, what they glauben heard die, about the was domestic. die gehört haben Day über one, diesen häuslichen they're leaving Vorfall. out information for their Vom doctor to ersten make a Tag proper an assessment. lassen Sie Day Informationen one, aus. Vom they're ersten Tag adding hypotheticals that only tell wird es half the story. hypothetisch, die nur und fügen Fakten hinzu, die nur die Nothing Hälfte der concrete. Geschichte erzählen. And when you talk about time of death, Und wenn man über den Todeszeitpunkt what we know spricht, for sure was wir sicher wissen, is Ryer alone can't do it. ist, What Rigor we know for Mortis kann es sure alleine nicht is tun. that Was wir wirklich sicher wissen that ist, 6 to 8 dass dieses 6 is bis everybody 8 in the whole world. It jeder doesn't in der Welt represent a sein bell könnte, curve of somebody who's been involved repräsentiert niemanden, in der involviert combat ist instruction. in, It doesn't represent in einem Kampf. people who necessarily have a BMI of 33. Nicht unbedingt When Leute, you die diesen consider Body these Mass two Index factors, haben. Wenn man diese Faktoren Dr. also Lippmann told me, einbezieht, they und Dr. down Lippmann to hat Ihnen 3 das or 4 gesagt, might be the top of the range. dass 3 bis Not 4 if, höchstens might be the ist. top of the range. Vielleicht, Now nicht that ist, you're sondern vielleicht 13, ist. isn't an outlier. Das heißt, 3 bis 4 ist jetzt nicht etwas, was übers Ziel hinausschießt als Right in Todeszeitpunkt. that bell curve. Das ist genau in dieser Kurve And drin, what des we found wahrscheinlichsten then Todeszeitpunkts. Und wenn man sich alle happened. Fakten ansieht, And what ist did Dr. das, was Andrews say? rauskommt. He Und was hat said, Dr. Andrews gesagt? Er hat "Well, gesagt, I agree that violent ja, ich struggle stimme überein, will dass ein gewalttätiger Kampf increase the rate at Ryer. I Rigor agree Mortis that schneller macht. Und ich BMI stimme 33 überein, dass ein Body Mass would increase the Index rate at Ryer. ebenfalls Rigor Mortis schneller But the macht. floor was so cold Aber der Boden war so that I kalt, think they cancel each other out. dass ich glaube, dass das ausgeglichen worden But ist. Und das ist, was ich gemeint habe. Das bedeutet, wenn das im Keller stattgefunden hat und es März war, dann kann es schon sein, je nachdem, wie gut der Keller beheizt ist und der Kellerboden war kalt, dass wenn quasi diese chemischen Prozesse im Körper verlangsamt werden durch die Kälte, kann es schon passieren, dass Rigor Mortis, dass der Zeitpunkt sich verschiebt. Und hier ist das Problem, is that he said to you dass er ihm from gegenüber that gesagt meeting hat, im Zeugenstand, dass the temperature die that Temperatur, he assessed this on die in the Hitze, cellar was 72 degrees. 72 Grad Fahrenheit war. 72 degrees. 72 Grad Fahrenheit. Now most people put their heat on 68. Und die meisten Leute machen auf But this is a 68 ihre March day Hitze. Das ist ein Tag in im the spring März, and im it's Frühling. 72 degrees. Und es ist 72 So Grad Fahrenheit, also when you're talking 22 Grad about Celsius. how cold Worum the geht's hier floor is also? then, Wie kalt ist denn if the bitte der temperature in that Boden, room is wenn die 72 degrees, Temperatur 22 Grad ist? but that's what Dr. Andrews told you. Aber das hat Don't Ihnen Dr. you Andrews ja remember gesagt. Und this Sie erinnern morning's sich rather daran. Er ist der window gesagt that we hat, started with das at day Fenster, one? das Zeitfenster war 10 Uhr bis 1 That's Uhr. fine. Everybody Das ist in starts Ordnung. with Jeder the fängt place that they an think is appropriate. mit etwas, von dem er denkt, das ist But there's no wahrscheinlich. evidence Aber here. wenn man sich He die said, Beweise relying ansieht, on the phone records. ich verlasse mich auf die Telefonaufzeichnungen, die waren wichtig für mich. The phone records show she was alive at 10. Telefonaufzeichnungen zeigen, dass She was sie alive at 3, um 10 Uhr alive gelebt hat, at um 11 Uhr 5. gelebt hat und um 12 Uhr gelebt hat. So now doesn't your window
Bewegt sich also das Zeitfenster jetzt nicht nach vorne, wenn man weiß, dass Sie keine spezifische Nummer nennen können? Sie können nicht sagen, weniger als eine Stunde. Ich würde niemals 39 Minuten sagen. Würde ich niemals sagen. Aber wenn man sich das Zeitfenster ansieht und realisiert, 10 Uhr ist raus, 11 Uhr ist raus, 12 Uhr ist raus bis 12.20 Uhr. Und da müssen wir sagen, dass sie vollkommen recht hat. Nämlich um 12.30 Uhr, gewissen Timelines nach, gab es einen Anruf von Anna-Maries Telefon an ihre Tante in Florida, die nicht geantwortet hat, die ist nicht rangegangen. Das würde bedeuten, dass bei den Überlegungen der Gerichtsmedizin sie zum Beispiel, wenn sie von den Handydaten ausgehen, durchaus überlegen könnten, ob vielleicht sie das Fenster ein bisschen nach vorne pflanzen, wobei man hier erwidern muss, naja gut, aber es heißt ja nicht, dass es ganz klar ist, wer dieses Telefon besessen hat zu dem Zeitpunkt, ne? Nimmt das Fenster nicht von 12.21 bis 3 Stunden später, aber er hat das Fenster nicht bewegt. Er hat Ihnen gesagt, das Zeitfenster der Wahrscheinlichkeit, was Rigor verstärkt, hat Ihnen gesagt, dass es 72 Grad Fahrenheit war. Und dass in diesem Fall der Rigor Mortis verlangsamt wird. Und dass das eine das andere quasi ausgeglichen hat. Aber er erklärt uns immer noch nicht, warum er sein Zeitfenster nicht verlegt. Warum er dachte, wie angebracht es ist, dieses Fenster da zu lassen, wo es ist. Weil sie sich ja ausgeglichen haben. Aber was ist, wenn er falsch liegt? Was ist, wenn man sich die Beweise ansieht und bestimmt 22 Grad? Das ist ziemlich warm. Wie kalt war es denn da unten? Wie kalt war der Boden? Wissen Sie, wie Sie es hätten rausfinden können? Wenn jemand seine Arbeit gemacht hätte, wenn jemand reingegangen wäre und die Temperatur abgenommen hätte des Bodens, die Lufttemperatur abgenommen hätte, hätten wir es sicher gewusst. Aber wissen wir ja, die Lufttemperatur 72 Grad. Und ich sage nicht, dass der Kellerboden kalt ist. Wir alle glauben das. Aber kalt genug, um das auszugleichen? Den Kampf? Kalt genug, um den Body Mass Index zu auszugleichen? Dr. Lippmann hat gesagt, nein. Dr. Lippmann hat gesagt, dass, obwohl man nicht definitiv sagen kann, wann sie gestorben ist, kann man es nicht interpretieren. Man muss alle Beweise sich ansehen. Und sie hat ihnen gesagt, in diesem Fall, als sie das bestimmen sollte, ob es möglich sei, dass sie nach 3 Uhr getötet worden ist, hat sie gesagt, ist es. Und sie hat das basiert auf Dingen, die der Staat ignoriert hat und nicht mit einbezogen hat. Und zwar der Kampf. Und der Body Mass Index. Und das heißt, ihnen wird gleich gesagt werden, ja, man kann sich aber bei solchen Schätzungen nicht verlassen auf Ergebnisse, die in den Extremen sind. Aber das ist kein extremes Ergebnis, keine extreme Schätzung. Sobald man diese beiden Dinge mit einbezieht, wird dieser Durchschnitt von 6 bis 8 Stunden bewegt. Es ist dann früher als 6 bis 8 Stunden. Eine Stunde? Weiß ich nicht. Also, 6 bis 8, jetzt ist das Rätsels Lösung da. Das heißt also, traditionell oder konservativ wird geschätzt, dass Rigor Mortis nach 6 bis 8 Stunden einsetzt. Und es gibt aber Faktoren, die diesen Rigor Mortis beschleunigen würden. Und die sind laut ihr da. Und laut quasi der Verteidigung würde das einen Todeszeitpunkt um die Uhrzeit, wo Kara bereits nicht mehr zu Hause ist, nicht ausschließen. Und alleine, wenn es schon nicht ausgeschlossen werden kann, ist es schon ein mächtig starker Beweis, über den die Jury erstmal drüber kommen muss. Ja, man kann es nicht ausschließen. Man kann es nicht ausschließen. Und das heißt, 6 bis 8 ist nicht der Durchschnitt, über den wir sprechen, mit all diesen Beweisen, die wir haben in dem Fall. Dr. Littmann sagt uns, eher so 3 bis 4 Stunden. Sagt also ein Expertenzeuge, lassen darauf deuten, dass wahrscheinlich
dieser Rigor Mortis früher eingesetzt hätte, als es üblich ist. Und das verschiebt diesen Zeitrahmen, von dem sie spricht. Und darum ist es so sackenschwer für diese Jury zu entscheiden, was passiert. Und wenn man 3 bis 4 oder 2 bis 3, ebenfalls möglich, ins Auge fasst, ist das kein extremes Ergebnis mehr. Was die Experten des Staates präsentiert haben, die haben ihre Position nicht geändert, weil, wenn sie das tun würden, müssten sie sagen, dass sie auch nach 3 Uhr hätte getötet werden können. Und selbst im Lichte von Beweisen, dass sie falsch liegen, haben sie ihre Position nicht verlassen. Was wissen wir über das, was als nächstes passiert? Weißt, was als nächstes passiert? Die Tatort-Experten kommen rein und sie fangen an, Beweise aufzunehmen. Durchsuchen sich das ganze Haus. Also, ich würde sagen, wir spulen mal ein bisschen vor, diese Beweise werden aufgenommen. Wir haben hier also, ich glaube, eigentlich schon rausgearbeitet. Wir hören es jetzt interessehalber an, noch ein bisschen, was sie sagt, und dann machen wir heute auch eine Zusammenfassung. Ah. Reden wir doch mal über den Mülleimer. Was mit dem Mülleimer passiert ist, Damen und Herren, ist, dass sie denken, dass es irgendwas Verrücktes ist, dass wenn man fährt mit seinem zweieinhalbjährigen Kind, sie versucht, dass sie einschläft und sie nicht schläft, dass da sie irgendwo Zeit verloren haben. Jeder, der ein Kind hat, weiß, man tut das Kind ins Auto, man fährt rum und hofft, dass sie schlafen. Und wenn nicht, versucht man was anderes. Und das ist, was hier passiert ist. Also, das ist das, was wir eben eingangs besprochen haben. Man hat also diese Aufnahmen, wie Kara scheinbar planlos durch die Stadt fährt. Zuerst ist sie da einkaufen, dann ist sie da, dann fährt sie da beim McDonald's-Parkplatz rum, wirft irgendwas in den Mülleimer, fährt zum Burger King und kommt quasi verdächtig spät erst zurück. Und das ist etwas sehr, sehr Spannendes, weil jetzt die Verteidigung sagt, naja, aber wenn jeder, der ein Kind hat, der weiß, also Autofahren beruhigt Kinder dann halt und naja, wo ist das Problem? Das ist kein Beweis dafür, dass sie irgendwas getan hat. Das heißt, als sie das über die ganzen McDonald's gesprochen hat, über diesen spezifischen McDonald's, wollen sie glauben machen, weil sie quasi ihnen erzählen will, dass sie nie finden, weil sie überzeugt ist, dass sie nie finden, was im Mülleimer ist. Also sie hat von dem einen McDonald's gesprochen, war aber beim anderen. Die finden also diese Lumpen in dem Mülleimer. Und ich würde Ihnen gegenüber sagen, Damen und Herren, dass wenn sie ihr Kind ge neu gewickelt hat, oh, schauen Sie sich an, was sie gemacht hat. Sie hat Trainingshosen an. Ja, klar, sie ist 2,5 Jahre alt, fast 3 Jahre. Aber wissen Sie, was sie nicht gezeigt haben, was sie nicht reingebracht haben? Sie haben die Lumpen reingebracht. Reden wir doch mal über die Lumpen. Das ist ein Foto dieser Lumpen in dem Fall. Und zeigen Ihnen sogar ein Foto von diesem blassvioletten Lappen. Und wollen Sie glauben lassen, dass da irgendwas in Gange ist. Und ich würde Ihnen gegenüber sagen, Damen und Herren, entschuldigen, nicht blasslila, sondern fast, sondern rötlich. Kastanienbraun eigentlich. Was ist das? Wenn das, was ist, wenn das Farbe wäre, hätten Sie es Ihnen nicht gesagt? Hätten Sie nicht irgendwas gesagt darüber? Sie haben all diese Beweise ja durchsucht. Schauen Sie sich nicht auf das Foto an und glauben Sie, dass das Farbe ist, weil es keine Beweise gibt, dass es Farbe ist. Sie haben nicht die Lumpen eingebracht, damit Sie selber ansehen können, selber schuld. Also das bedeutet, was hier quasi mit diesen, warum diese Lappen wichtig sind. Das heißt, die Theorie der Staatsanwaltschaft ist jetzt, also sie fährt da rum, sie hat diesen Mord begangen und sie hat Kleidung dabei hinten. Sie hat in ihrem Truck irgendwie einen Wäschesack oder sowas und so Lumpen mit irgendwas dran. Und das Spannende ist jetzt also, und das sagt die Verteidigung, pardon, das sagt die Verteidigung hervorragend. Wow, das ist mir noch nie passiert. Meine Stimme ist weg, hallo alle zusammen. Und die Verteidigung sagt also, wow, hört ihr das? Das passiert mir nie. Total verrückt.
Und die Verteidigung sagt also, ja, okay, wenn ihr diese, wenn diese Lappen so wichtig sind, wenn da Farbe drauf ist, warum bringt ihr die dann nicht mit ein in die Gerichtsverhandlung? So. Und an dieser Stelle machen wir mal eine Zäsur. Diesen Fall sozusagen jetzt live aufzurollen. Wir haben hier wirklich, wie es jetzt in letzter Zeit unsere Art ist, nur so eine Zehe reingehalten. Wir können mal gucken, wie es gerade wirklich um diesen Fall steht. Denn dieser Fall, der wird ja gerade entschieden, wie ich erwähnt habe. Und zwar wird der entschieden insofern, als dass es quasi eine, dass es ein Verdict geben muss irgendwann. Und wir werfen mal einen Blick in den Gerichtssaal. Wie lange schon beraten wird und wie es im Gerichtssaal gerade aussieht. Dieser Fall, den wir gerade hier so, wo wir unsere Zehe reingehalten haben, der sieht gerade so aus. Guckt mal. Ja, das ist der Fall gerade. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Jury gerade noch berät. Das bedeutet, dass wir bald, vielleicht heute, vielleicht die nächsten Tage rausfinden werden, ob diese Jury tatsächlich zu einer Entscheidung kommt. Und für heute, Damen und Herren, soll es das gewesen sein. Ich mache mal Schluss, bevor meine Stimme endgültig den Geist aufgibt. Ich glaube, ich habe heute zu viel gesungen. In diesem Sinne spiele ich einen Rausschmeißer und freue mich, dass ihr da wart und danke euch sehr für eure großzügigen Spenden und entlasse euch in diesen wohlverdienten Abend an diesem schönen Tag der Deutschen Einheit. Und es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute wieder alle da wart. Hallo alle zusammen. Karamba Kiramba fragt, was passiert eigentlich, wenn es eine vierte Hung Jury gibt? Naja, wie wir gesehen haben, wir haben bisher Fälle gehabt, wo höchstens mal ein zweites Mal verhandelt worden ist oder so. Und hier haben wir einen Fall, der zum vierten Mal verhandelt wird. Ich weiß nicht, ob es irgendein Gesetz, irgendeine Bestimmung gibt, die eine weitere Verhandlung unwahrscheinlich macht. Ein weiteres Problem ist, mit meiner Stimme übrigens, ich höre gerade ein Hörbuch von Werner Herzog, weil ich versuche, seine Stimme auf Deutsch auch gut zu imitieren. Es fällt mir auf Englisch leichter. Und das hat mich ein bisschen die Stimme gekostet. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Ihr Lieben, es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank an eure großzügigen für eure großzügigen Spenden von Jette. Ich habe leider nicht alle mitbekommen. Es tut mir leid, wenn ich nicht alle nenne. Ich danke, dass die Jury, wollte ich fast sagen, die Mods heute da waren, mal wieder. Und ich danke euch, die beste Community der Welt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Einblick bekommen können auf Deutsch, was diesen Fall angeht. Und ich habe eine Nachricht an euch. Und zwar, wir werden... Ah ja, habt ihr den Link vorhin in den Chat geschickt. Das kann sein, dass ich ihn verpasst habe, Tina. Das tut mir total leid. Also... Was, ich werde, glaube ich, morgen nicht streamen können und Donnerstag versuche ich einen Stream, falls es ein Urteil gibt, reinzupressen am Donnerstag. Also, falls bis Donnerstag das Urteil fallen sollte in diesem Fall, werde ich versuchen, einen kleinen Stream zu machen. Bin allerdings ein bisschen beschäftigt am Donnerstag und morgen. Und der nächste reguläre Stream, es sei denn, es passiert was in diesem Fall, wir werden das Urteil uns auf jeden Fall ansehen, beziehungsweise vielleicht die Hung Jury. Der nächste ist am Dienstag. Am Dienstag, am Mittwoch, den 11. So rum. Oder vielleicht doch am Dienstag. Ich versuche, dass es am Dienstag ist. Am Dienstag, den 10. Oktober. Ansonsten, ich freue mich bis dahin oder halt morgen. Macht es gut. Es hat mich sehr gefreut. Habt einen sehr schönen Abend. Ciao, ciao.